Wir haben es ja schon alle mitbekommen, da ist zum ersten Mal als erstes die Heizungskiste. Also der Staat will uns ja jetzt vorschreiben, wie wir heizen. Und stell dir vor, du hast eine Immobilie, die hast du in den 70er, 80er Jahren gebaut. Die hast du jetzt endlich abbezahlt, die Kinder sind ausgezogen und nun trägst du dich mit dem Gedanken, das Ganze zu verkaufen. Dann guckst du mal, wen du da findest. Und das Erste, was der Käufer sagt, ist, was ist denn da für eine Heizung eingebaut? Ach, eine Ölheizung. Ja, da können wir jetzt eigentlich erstmal gar nichts machen. Oder du gibst deine Immobilie, dein Haus für, was weiß ich, 20, 30.000 Euro weniger erstmal raus. Dann kommt die zweite Kiste, das ist natürlich das Gebäudeenergiegesetz. Das Gebäudeenergiegesetz. Wer hat denn da früher schon dran gedacht, als wir in den 70er, 80er Jahren unsere eigene Hütte gebaut haben? Ich meine, wir haben doch schön gelebt, wir brauchen sowas gar nicht. Eigentlich ist es ein Eingriff in die ins Grundgesetz. Also wie ich heize, müsste eigentlich mir selbst überlassen bleiben. Ob es dann teurer wird, würde ich vielleicht dann ausweichen, umswitchen oder sonst was. Aber ich lasse mir doch nicht vom Staat vorschreiben, also wie ich meine Hütte zu isolieren habe. Am besten noch mit Styropor, damit da drin der Schimmel gut gedeihen kann. Aber sei es drum, wenn du die Hütte verkaufen willst, das Haus, und dann heißt es ja, du hast, das Ding ist leider nicht genug gedämmt, dann 20% weniger, 30% weniger, wenn du das Haus überhaupt verkauft bekommst. Ich habe hier in Dubai Leute kennengelernt, die Mehrfamilienhäuser haben, die abbezahlt sind und die mir sagen, wir müssen jetzt nochmal mit 20% Mehrausgaben rechnen wegen des Gebäudeenergiegesetzes. Das ist bei 1 Million immerhin 200.000 Euro und die müssen dann neu mit Schulden aufgenommen werden, sofern die Bank dir überhaupt die Knete gibt, also alles unglaublich schwierig. Und dann kommen wir natürlich noch zum letzten Thema, Lastenausgleich oder sonst was. Wir wissen ja, dass dem Staat das Geld ausgeht, dass die Steuerzahler, die Gutverdienenden ausreisen aus Deutschland und auf Nimmerwiedersehen sagen, da gehen wohl auch Milliarden verloren, wenn ich das richtig einschätze. Ich bin ja gerade in Dubai, habe viele davon getroffen. Also die Frage ist jetzt, was machst du? Und da gibt es ein kostenloses Webinar am kommenden Dienstag um 19 Uhr, wo diese Fragen beantwortet werden, wo darauf hingewiesen wird, was uns alles droht und wie du dich davor schützen kannst. Der Link ist gleich hier unter diesem Tube. Übrigens gibt es da auch einen Stargast, auf den ich gerne hinweise. Das ist Marc Friedrich, den kennt ihr ja alle. Er hat gerade das neue Buch geschrieben, Die größte Revolution aller Zeiten. Und der Marc Friedrich wird dir dann erzählen, wie du dein Geld am besten schützt. Und wie du es am besten anlegen kannst. Also nicht vergessen, Dienstag 19 Uhr kostenlos. Ein Vortrag von Marc Friedrich ist mit inbegriffen. Und zum Thema Vermögensschutz kannst du dann natürlich auch gleich die Experten befragen mit den Problemen und die Fragen, die du hast, die werden dann gleich vor Ort beantwortet. Aber gehen wir mal weiter in diesem unseligen Thema Immobilienschutz. Die Schlinge zieht sich ja immer weiter zu und kein Wunder, dass es jetzt bei Umfragen dazu kam, dass zum Beispiel die Regierung ja immer niedrigere Zustimmungswerte hat. Immer niedrigere Zustimmungswerte. Und das verwundert ja wohl nicht. Also kommen ja jeden Tag neue Dinge raus, wo du dich fragst, was machen die da eigentlich? Alles, was sie tun, dient irgendwie dazu, die Leute zu verarmen und ihnen noch ohne Grund den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen. Okay, wegen des Klimas, aber das muss ja nun alles gar nicht so sein. In anderen Ländern sieht es ganz, ganz anders aus. Da gibt es andere Probleme. Und da haben wir diese Probleme jedenfalls nicht, dass plötzlich dein Haus weniger wert wird, weil es bestimmte Energievorschriften das nicht mehr kongruiert, nicht mehr übereinstimmt. Ich meine, das ist doch völliger Wahnsinn. Das hätten wir uns eigentlich gar nicht denken können. So kann es auch nicht verwundern, dass die Zustimmung zur Regierung in Sachen Immobilien auf dem Tiefpunkt ist. Ja, hier ist eine Umfrage, die will ich dir nicht vorenthalten, nur du ahnst es schon. Wie bewerten Sie die Arbeit der Bundesregierung im Bereich Immobilien? Und da gibt es ja eigentlich nur ein Wort von meiner Seite: desaströs. Also 49% sagen unzufrieden, 49% sind sehr unzufrieden, sogar sehr unzufrieden mit der Arbeit der Regierung. 37% sind eher unzufrieden. 37% sind eher unzufrieden. Da sind wir also jetzt schon
bei ja, 86%, 86% der Menschen, die sagen, wir sind unzufrieden mit der Regierung. Ich meine, es ist ja auch nicht anders zu erwarten. Und das Verrückte ist aber, dass von Politikseite sich überhaupt nichts tut. Im Gegenteil, sie drehen die Daumenschrauben weiter an und sehen zu, wie ihre Wählerschaft in die Armut getrieben wird, insbesondere dann, wenn sie noch Häuser oder Wohneigentum haben, das eben nicht mehr den Vorschriften entspricht, die entweder aus Berlin oder aus Brüssel kommen. Vorschriften, die völlig überflüssig sind. Vorschriften, die eigentlich gegen das grundgesetzlich garantierte Freiheit verstößt. Also wie ich heize, sollte mir selbst überlassen bleiben. Und wenn das Öl zu teuer wird, dann gehe ich eben in die Wärmepumpe oder sonst was. Naja, aber das werden wir wohl so schnell nicht erleben. Übrigens, was das Gebäudeenergiegesetz angeht, da lesen wir hier, das sogenannte Gebäudeenergiegesetz wird sogar noch kritischer gesehen. 64% sind sehr unzufrieden mit diesen Regelungen. 64%. Also hier haben wir den Bereich, wie bewerten Sie Bundesregierung im Bereich Immobilien allgemein? 49% sehr unzufrieden. Und hier haben wir Gebäudeenergiegesetz. Da sind 64% mehr sehr unzufrieden. Da muss ich natürlich fragen, also haben die den Warnschuss nicht gehört? Haben die den Weckruf nicht gehört? In Berlin, es scheint nicht so. Sie machen so weiter wie bisher. Und die große Frage ist natürlich, was als nächstes sonst noch kommt. Denn im Abpressen vom letzten Euro sind sie ja bekanntlich sehr, sehr pfiffig. Und wir hatten es an dieser Stelle auch immer wieder erwähnt, dass also ein Lastenausgleich, auch wenn es jetzt noch Verschwörungstheorie ist, auch wenn er jetzt noch nicht da ist, möglicherweise auch kommen kann, nämlich dann, wenn dieser Regierung das Geld ausgeht, denn Immobilien kann man bekanntlich nicht bewegen und da kann man ja noch ein bisschen was raussorgen. Hat ja schon angefangen mit der sogenannten Grundsteuerreform, wo manch einer sein blaues Wunder erlebt hat, wo er jetzt darum kämpfen muss vor Gericht, vor dem Finanzamt, dass diese Sätze wieder runtergesetzt werden. Aussichten sind nicht so gut. Also wie man es dreht und wendet. Es scheint so zu sein, als wenn diese Regierung tatsächlich irgendwie an dein Geld via Immobilien ran will und gleichzeitig noch die Werthaltigkeit dieser Immobilie verringert mit unsinnigen Vorschriften zum Thema Gebäude, Energie, Sanierung und so weiter. Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar.
Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.